Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen noch weitere Aspekte behandeln im Hinblick auf das Evangelium vom Reich Gottes. Aspekte, die ich bislang noch nicht behandelt habe, weil sie sich auf Stellen beziehen, die mitunter zu Missverständnissen geführt haben. Wir können uns daran erinnern, dass das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht, eine gute Nachricht war vom Reich Gottes. Das Reich Gottes bezieht sich auf die Familie Gottes, die die Herrschaft ausüben wird über diese Erde, wenn Jesus Christus zurückkommt. Das Reich Gottes ist nicht etwas, das bereits schon im Herzen der Menschen sich befindet, oder es ist auch nicht die Kirche, die bereits schon die Herrschaft über die Erde übernommen hätte. Es ist etwas, was in der Zukunft noch geschehen wird. Und Sie und ich haben das Potenzial, wie wir gesehen haben, dass wir in das Reich Gottes, in die Familie Gottes, in die Gottfamilie hineingeboren werden können als Geistwesen. Und zwar im Zeitpunkt der Auferstehung, im Zeitpunkt, wenn Jesus Christus zurückkommt. Es ist also nicht etwas, was darauf hindeutet, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben, sondern es geht darum, dass wir, wenn wir sterben, den Todesschlaf schlafen, solange wie wir im Grabe sind, aber dann auferweckt werden, wenn Christus zurückkommt, um hier auf Erden im Reich Gottes zu herrschen. Nun, mit diesen Bemerkungen möchte ich nun auf einige Stellen im Matthäusevangelium eingehen, die, wie ich sagte, zu Missverständnissen geführt haben bei einigen. Zunächst einmal schauen wir uns eine Stelle in Matthäus Kapitel 3 an. Matthäus Kapitel 3 und die Verse 1 und 2. Hier wird von Johannes dem Täufer gesprochen, der ja zu den Menschen der damaligen Zeit gepredigt hat, dass sie bereuen sollten und dass sie sich taufen lassen sollten. Aber schauen wir uns an, was er sagte. Johannes Kapitel 3, Matthäus Kapitel 3 und die Verse 1 und 2. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, und wie wir gesehen hatten, das bedeutet, bereut, kehrt euch um, habt eine andere Gesinnung, lebt anders, als wie ihr bisher gelebt habt, bereut, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nun, warum heißt es hier im Matthäus-Evangelium, das Himmelreich? Wenn wir uns noch einmal die Parallelstelle anschauen, wie zum Beispiel in Markus Kapitel 1, kehren wir kurz dahin zurück. Markus Kapitel 1, die Verse 14 und 15, schauen wir, wie Markus das bringt. Markus Kapitel 1 und die Verse 14 und 15, die gleiche Situation wird hier beschrieben. Da heißt es hier, nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, es geht an sich ein bisschen später jetzt, da kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also bereut und glaubt an das Evangelium. Im Markus-Evangelium wird kontinuierlich, ausschließlich vom Reich Gottes gesprochen. So auch im Lukas-Evangelium. Im Matthäus-Evangelium heißt es jedoch Himmelreich. Warum benutzt Matthäus diesen Ausdruck? Ist damit das Gleiche gemeint? Und wenn ja, was ist damit gemeint? Nun, Matthäus gebraucht auch hin und wieder den Ausdruck Reich Gottes. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 6 und Vers 33. Matthäus Kapitel 6 und Vers 33, da sagt uns Christus Folgendes. Er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Es heißt also hier nicht, trachtet zuerst nach dem Himmelreich und seiner Gerechtigkeit. Es würde auch wenig Sinn ergeben. Es geht hier um die Gerechtigkeit Gottes, nach der man trachten soll. Es heißt also hier, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch alles das zufallen oder gegeben werden, was wir zum täglichen Leben brauchen. In Matthäus Kapitel 12 und Vers 28. Matthäus Kapitel 12 und Vers 28. Auch hier eine Stelle, die wir bereits in den anderen Evangelien besprochen hatten. Da sagt Christus, wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also auch hier im Matthäus-Evangelium spricht er in diesem Falle vom Reich Gottes. Und dann auch in Matthäus Kapitel 21. Matthäus Kapitel 21 und in Vers 31. Er gibt das Gleichnis von den ungleichen Söhnen, der eine, der den Willen des Vaters tat, der andere, der ihn nicht tat. Und dann fragt er in Vers 31, wer von den beiden hat des Vaters Willen getan? Und sie antworteten, der Erste.
Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und Huren kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Und er spricht hier die Pharisäer, die selbstgerechten Pharisäer an, die eben nicht willens waren zu bereuen. Und Christus sagt, es kommen sogar Huren und Zöllner, die dann ihren falschen Lebensweg erkennen werden und bereuen. Und die werden eher ins Reich Gottes kommen als ihr selbstgerechten Pharisäer. Aber auch hier wird wiederum vom Reich Gottes gesprochen. Und dann noch in Vers 43 im gleichen Kapitel. Darum sage ich euch, Matthäus 21 und Vers 43, das Reich Gottes wird von euch genommen, also den Pharisäern, den Sadduzäern, diejenigen, die nicht willens waren zu bereuen, das wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und mit diesem Volk ist natürlich die wahre Kirche Gottes gemeint, die wahren Jünger, Anhänger Christi, die so leben, wie sie leben sollen. Also in diesen Stellen wird hier vom Reich Gottes gesprochen. Aber wie gesagt, in den meisten Stellen im Matthäus-Evangelium wird der Ausdruck Himmelreich gebraucht. Nun schauen wir uns eine Stelle in Matthäus Kapitel 19 an, die uns zeigt, dass auch im Sinne von Matthäus das Reich Gottes und das Himmelreich genau das gleiche ist. Matthäus Kapitel 19, die Verse 23 und 24. Es geht hier um die Stelle, wo dieser reiche Jüngling kommt und wissen will, was er tun soll, um das ewige Leben zu erben und dann nicht willens war, seinen Reichtum aufzugeben, weil dieser Reichtum eben sein Götze geworden war. Und in Matthäus 19 und Vers 23 heißt es, Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Also hier schreibt er zunächst Himmelreich und dann Reich Gottes. Beides ist offensichtlich dasselbe. Wenn wir uns die Parallelstellen in Markus Kapitel 17 anschauen würden, was wir bereits getan haben, und in Lukas Kapitel 18, dann wird in beiden Fällen alleine und lediglich vom Reich Gottes gesprochen. Also der Ausdruck Himmelreich wird von Markus und Lukas in diesen Stellen nicht gebraucht. Aber warum gebraucht Matthäus dann das Wort Himmelreich und was ist damit gemeint? Will er damit sagen, dass wir, wenn wir sterben, in den Himmel kommen, in das Reich im Himmel eingehen? Ist das, was Matthäus zum Ausdruck bringen will, was natürlich im Widerspruch stehen würde zu allem dem, was wir bereits gelesen haben? Nun, das ist keineswegs das, was Matthäus sagen will. Die Ryrie Study Bible schreibt Folgendes. Unter Himmelreich ist die Herrschaft des Himmels über die Erde zu verstehen. Und wir hatten ja bereits davon gesprochen, dass Christus kommt, um das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes über diese Erde, auf dieser Erde zu errichten, aber im Zeitpunkt seines Kommens. Warum spricht dann Matthäus aber vom Himmelreich, während all die anderen Evangelisten vom Reich Gottes sprechen? Nun, während Markus und Lukas hauptsächlich nicht jüdische Leser ansprechen, ist das Matthäusevangelium hauptsächlich an Juden gerichtet. Es war die Aufgabe von Matthäus zu beweisen, und zwar den Juden zu beweisen, dass Christus aus dem Hause David kam und tatsächlich der Messias war. Etwas, was damals die Juden ablehnten, etwas, was heute die Juden ablehnen, etwas, was auch die Moslems ablehnen. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was Matthäus hier beschreibt. Die Juden vermieden es aber, damals wie auch heute, in vielen Fällen, wenn immer möglich, den Ausdruck Gott zu gebrauchen. Sie wollten es irgendwie umschreiben. Und in Rücksicht auf seine jüdischen Leser hat nun Matthäus hauptsächlich den Ausdruck Himmelreich gebraucht oder auch, wie er manchmal sagt, Reich des Himmels oder Reich der Himmel. Anstatt das Reich Gottes, aber gemeint ist dasselbe. Hören wir uns den folgenden Kommentar an von Erdmanns Handbuch zur Bibel. Da wird Folgendes gesagt auf Seite 448. Die zwei Ausdrücke Reich Gottes und Himmelreich beschreiben ganz genau dieselbe Idee. Für einen gläubigen Juden war der Ausdruck Gott weitaus zu heilig, als dass er häufig oder leichtfertig benutzt werden könnte. Matthäus, der hauptsächlich jüdische Leser anspricht, redet von daher normalerweise über das Himmelreich, während Markus und Lukas den alternativen Ausdruck Reich Gottes vorziehen, weil dieser Ausdruck für Nichtjuden leichter zu verstehen war. Es geht also klar und deutlich darum, dass beide Ausdrücke das Gleiche beschreiben.
Nur, wie gesagt, mit Rücksicht auf die Juden hat Matthäus vielfach dann auch nicht vom Reich Gottes gesprochen, sondern vom Himmelreich. Aber auch Matthäus zeigt deutlich, dass es ein Reich ist, das auf Erden errichtet werden wird. Ein Reich, in das wir hineingelangen, wenn wir auferstehen oder wenn wir noch leben sollten, wenn Jesus zurückkommt, verwandelt werden und dann in dieses Reich eingehen, was auf Erden errichtet werden wird. Es geht nicht darum, in den Himmel zu gelangen. Schauen wir uns Matthäus Kapitel 2 an. Matthäus Kapitel 2 und in Vers 6. Matthäus Kapitel 2 und Vers 6. Eine Prophezeiung auf Christus bezogen, die Folgendes sagt: Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der Friedefürst, Jesus Christus, der mein Volk Israel weiden soll. Also der Friedefürst, der auf dem Thron Davids sein wird, wie uns das Lukas sagt, um das Volk Israel zu weiden, zu beherrschen. Matthäus Kapitel 5. Zu einem Zeitpunkt natürlich dann, wenn die Juden erkennen werden und akzeptieren werden, dass Jesus der Messias war, etwas, was sie heute im Großen und Ganzen nicht tun. Matthäus Kapitel 5 und Vers 3, die berühmten Seligpreisungen. Da sagt Christus zunächst in den Worten des Matthäus: Selig sind, die da geistlich arm sind, nicht geistig, sondern geistlich, die also eine demütige Haltung haben, denn ihrer ist das Himmelreich. Und dann sagt er auch in Vers 10, selig sind die Friedfertigen oder auch die, die Frieden stiften, die Frieden halten, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und nun schauen wir uns Vers 5 an. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Nun hat Matthäus nicht sagen wollen, die geistlich arm sind, die gehen in den Himmel ein, und die sanftmütig sind, die werden auf Erden herrschen. Nein, es geht natürlich um das Gleiche. Es bedeutet, dass alle die diese Attribute, diese Charakteristika haben, diesen Lohn erhalten werden. Sie werden Gottes Kinder heißen. Sie werden auf Erden herrschen. Sie werden das Erdreich besitzen. Sie werden in einem Reich herrschen, das vom Himmel aus regiert wird, vom Himmelreich, das aber hier auf Erden errichtet werden wird. Alle werden Gott schauen, heißt es auch in Matthäus 5 und Vers 8. Selig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Nun, das ist wichtig zu verstehen, denn heute können wir als fleischliche Menschen natürlich nicht Gott in seiner Herrlichkeit ansehen. Die Bibel sagt deutlich, dass kein menschliches Auge Gott in seiner Herrlichkeit ansehen könnte und dies überleben würde. Aber wenn wir im Reich Gottes sein werden, dann können wir Gott schauen. Warum? Weil wir eben dann Teil sein werden der Gottfamilie, weil wir dann Geist sein werden, wie Gott Geist ist, weil wir dann Gott sein werden, wie Gott Gott ist, als Gottes wiedergeborene Kinder, Teil der Gottfamilie, Christus unser Bruder, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, Gott der Herr, der zu uns sagt, dass wir seine Kinder sind. Wir werden Gott schauen können, weil wir Geist sein werden. Und auch da lesen wir jetzt in Matthäus Kapitel 19, dass alles dies ihr sich auf Erden abspielen wird, wenn Christus zurückkommt. Matthäus Kapitel 19, die Verse 27 und 28. Matthäus Kapitel 19, die Verse 27 und 28. Nachdem Christus gesagt hatte zu diesem Reichen, wie schwer ist es doch für einen Reichen ins Reich Gottes einzugehen, da fing Petrus an in Vers 27 und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Und Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihm nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt. Schauen Sie, hier wird definiert, was mit der Wiedergeburt gemeint ist. Die meisten Menschen heute, die christlich sind oder die religiös sind, die denken, sie seien bereits heute schon wiedergeboren. Das ist nicht der Fall. Wenn jemand den Heiligen Geist erhält, ist er lediglich wieder gezeugt. Die Wiedergeburt findet statt, wenn wir verwandelt werden von Fleisch und Blut zu Geist. Und schauen Sie, wann diese Wiedergeburt stattfindet. Christus sagt es hier: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die immer nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels.
Aber wie wir bereits gesehen hatten, das beschränkt sich nicht nur auf die Apostel, es beschränkt sich nicht nur auf Herrschaft über Israel, es bezieht sich auf die Herrschaft über die gesamte Welt. Auch das wird natürlich hier auf Erden geschehen, nicht irgendwo im Himmel. Denn Israel, das fleischliche Israel, was im Millennium existieren wird, wird ja nicht im Himmel existieren, sondern hier auf Erden. Nun lesen wir in Matthäus Kapitel 5 eine weitere Stelle, die sich auf das Reich Gottes bezieht, auf das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Matthäus Kapitel 5 und Vers 20. Auch hier wiederum eine Stelle, die zu sehr viel Missverständnissen geführt hat, weil man nicht versteht, was Christus hier sagt. Matthäus 5 und Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also er sagt seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten der Pharisäer, so werdet ihr nicht ins Reich Gottes kommen. So werdet ihr das Reich Gottes nicht ererben. Nun, was ist damit gemeint? Unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die der Pharisäer? Waren denn die Pharisäer nicht unglaublich gerecht? Die waren doch bekannt dafür, dass sie so gerecht waren, dass sie andere verachteten. Nun, in Matthäus 5 schauen wir uns den Zusammenhang an in Vers 17. Matthäus 5, Vers 17. Die Verse 17 bis 19. Denn das ist der Zusammenhang, indem man dann sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer, dann wird ihr erst gar nicht ins Reich Gottes kommen. Und so sagt ihr in Matthäus 5 und Vers 17, ihr sollt nicht meinen. Also viele hatten es scheinbar doch gemeint. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, abzuschaffen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Erfüllen in dem Sinne, dass er es mit der vollen Wahrheit, dem vollen Geistgehalt anfüllt. Ich bin gekommen, nicht aufzulösen, nicht abzuschaffen, sondern zu erfüllen, zu zeigen, wie man das Gesetz im geistlichen Sinne halten kann. Denn wahrlich, sagt er, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Nun, soweit wie ich das sehe, ist der Himmel noch nicht vergangen. Es bedeutet also dann, dass das Gesetz nach wie vor Gültigkeit hat. Und Christus spricht hier vom Gesetz des Alten Testamentes. Aber er kam, um den Sinngehalt des Gesetzes deutlich zu machen. Wie man es im Geiste halten muss, dem Geiste nahe. Er hat ja gesagt, ich sage euch, es wurde euch gesagt, wenn ihr jemanden tötet, dann seid ihr ein Gesetzesübertreter. Ich sage euch, wenn ihr jemanden schon bereits hasst, dann habt ihr bereits das Gesetz übertreten. Und so fährt er jetzt fort, Folgendes zu sagen, Vers 19. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Christus sagt uns also hier, dass unsere Gerechtigkeit größer sein muss als die der Pharisäer, in dem Zusammenhang, dass wenn jemand nur eins der kleinsten Gebote Gottes auflöst, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich, der wird gar nicht im Himmelreich sein. Er wird von den anderen, die im Reich Gottes sein werden, als jemand betrachtet und betrachtet werden, der gar nicht da ist. Nun, hatten die Pharisäer aber Gesetze Gottes aufgelöst? Die meisten meinen heute, die Pharisäer waren so daran interessiert, die Gesetze Gottes bis zum kleinsten i-Tüpfelchen zu halten. Eine total falsche Vorstellung. Die Pharisäer waren schuldig, die Gesetze Gottes zu übertreten, aufzulösen, die Menschen zu lehren, sie nicht halten zu müssen. Schauen wir uns dies einmal näher an. In Matthäus Kapitel 15. Matthäus Kapitel 15. Und die Verse 1 bis 9. Und Christus warnt davor. Er warnte die Pharisäer damals davor. Er warnt Geistliche heute davor, Menschen dahingehend zu beeinflussen, dass sie ihnen sagen, man brauche das Gesetz Gottes heute nicht mehr zu halten. Matthäus Kapitel 15, angefangen in Vers 1. Und da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Schauen Sie, es ging nicht um das Gesetz Gottes, es ging um Judaismus, es ging um Satzungen, die die Juden errichtet hatten, die aber nicht in der Bibel stehen. Und die fragen jetzt Christus, ja warum halten deine Jünger solche Satzungen nicht? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Und es ging nicht darum, dass man seine Hände wäscht, wie man das heute tut, wenn man
eine Nahrung zu sich nimmt. Es ging um rituelle Waschungen, die hier angesprochen werden. Die hatten komplizierte Waschungen eingeführt, die man tun musste, um eben überhaupt essen zu dürfen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet denn ihr Gottes Gesetz um eurer Satzungen willen? Denn Gott hat geboten, du sollst Vater und Mutter ehren. Wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Aber ihr lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll das sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Die hatten also jetzt eine Situation errichtet, wo sie zum Beispiel Geld, was an und für sich an die Eltern weitergegeben werden könnte oder sollte, das wurde irgendwie als heilig angesehen. Das konnte von denen noch weiterhin benutzt werden, aber dann, nachdem sie starben, wurde das dann an den Tempel gegeben. Das war so diese Möglichkeit, die Verpflichtungen, die sich aus Gottes Gesetz ergeben, zu übertreten. Und Christus sagt: Damit habt ihr Gottes Gesetz aufgehoben, um eurer Satzungen willen. Ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen: Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist ferne von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Denken wir daran, meine Freunde. Christus sagt den Pharisäern damals, er sagt uns heute: Wenn wir nur das tun, was Menschengebote sind, und damit die Gesetze Gottes übertreten, dann verehren wir Gott und Jesus Christus vergeblich. Viele lehren heute, dass man die Gesetze Gottes nicht mehr zu halten braucht. Nach den Worten Christi leben sie ein Leben der Anbetung, das jedoch vergeblich ist. Nun, er sagt uns auch in Kapitel 16, Matthäus Kapitel 16 und in Vers 6, Jesus spricht zu den Jüngern: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Nun, die Jünger hatten damals gemeint, er spreche hier von Brot, von wirklichem Brot, dem Sauerteig, aber darum ging es Christus natürlich nicht. Und er hat das denen dann erklärt. Und in Vers 12 heißt es dann: Und da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Der Lehre, die gelehrt hatte, man brauche Gottes Gebote nicht zu halten, wenn man dadurch die Satzungen von Menschen halten kann. Und auch in Matthäus Kapitel 23 lesen wir in Vers 23. Matthäus Kapitel 23 und Vers 23. Auch hier sehen wir, wie die Pharisäer bemüht waren, vielleicht einige der Gebote Gottes zu halten, aber andere zu übertreten. Und Christus macht das deutlich hier. Und er sagt: Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollte man tun. Also Christus hat nicht gesagt, man braucht den Zehnten nicht mehr zu zahlen, aber er hat das in die richtige Perspektive gesetzt. Er sagte, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Man soll also beides tun, nicht nur eines und das andere, in diesem Falle sogar das Wichtigste des Gesetzes, ignorieren. Das hatten die Pharisäer getan. Und deswegen sagt uns Christus, wenn unsere Gerechtigkeit nicht größer ist als die der Pharisäer und der Schriftgelehrten, dann werden wir nicht in das Reich Gottes kommen. Wir müssen alle Gesetze Gottes halten, die heute noch gültig sind, nicht nur einige. Und das Gleiche findet sich auch in Matthäus Kapitel 7. Kehren wir zurück zu Matthäus Kapitel 7 und die Verse 21 bis 23. Matthäus Kapitel 7 und die Verse 21 bis 23. Schauen Sie auch hier die klaren Worte Jesu Christi, die heute so oft verleugnet werden, an die man sich gar nicht wendet, um die man sich gar nicht kümmert. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Vers 23. Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Übeltäter.
Und im Griechischen heißt es wörtlich, ihr, die ihr das Gesetz übertretet. Schauen Sie, für Christus war es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass er nicht gekommen war, das Gesetz abzuschaffen, sondern dass er gekommen war, um uns zu zeigen, wie man das Gesetz dem Sinngehalt nach erfüllen kann. Und wenn man sich weigert, dies zu tun, dann wird man den Worten Jesu Christi gemäß nicht im Reich Gottes sein. Er wird diesen Menschen sagen, weichet von mir, ich habe euch nie gekannt. Warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Schauen Sie, wenn Jesus Christus in uns lebt, und zwar durch den Heiligen Geist, dann wird er uns die Kraft geben, die Gesetze zu halten. Und wenn wir sündigen, wenn wir die Gesetze übertreten, dann können wir wiederum Vergebung dafür erlangen, wenn wir diese Gesetzesübertretung bereuen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und keiner ist perfekt. Keiner im Fleisch wird die Gesetze perfekt halten. Aber es geht darum, perfekt oder vollkommen zu werden, wie uns Christus sagt, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Zunächst einmal muss man damit beginnen, zu verstehen, dass die Gesetze nach wie vor zu halten sind und dann auch sich bemühen, dies zu tun. Und dann wird Christus einem helfen, dass wir dies auch tun können. Unsere Gerechtigkeit muss größer sein als die der Pharisäer, weil es letztendlich die Gerechtigkeit Gottes ist, die Gerechtigkeit Christi, die in uns lebt, wenn wir Christus folgen wollen. Schauen wir uns eine weitere interessante Aussage an, die, wenn das, was ich bislang gesagt habe, bereits schon zu Missverständnissen geführt hat, diese weitere Stelle nun zu unglaublichen Missverständnissen und Irrtümern geführt hat, für fast 2000 Jahre. Matthäus Kapitel 16, angefangen in Vers 15. Matthäus Kapitel 16 und angefangen in Vers 15. Es ging darum, dass die Menschen sich nicht so recht darüber einig werden konnten, wer Christus eigentlich war. Und in Vers 15 fragt er die Jünger, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Und da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus. Christus, im Griechischen, der Messias. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, glücklich zu preisen bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Also Gott, der Vater, hatte Petrus hier gezeigt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Und ich sage dir auch, in Vers 18, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle, des Grabes, Hades im Griechischen, die sollen sie nicht überwältigen. Also die sollen niemals sterben, die sollen niemals ausgelöscht werden, die Kirche Gottes. Vers 19, ich will dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Wie ich sagte, eine sehr interessante Stelle, die man aber auch verstehen muss, um zu begreifen, was Christus hier sagt. Zunächst einmal wenden wir uns an das, was Christus hier zu Petrus sagt. Er sagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Hat Christus hier gesagt, dass er die Kirche auf Petrus bauen will? Keineswegs. Schauen Sie, im Griechischen steht für das Wort Petrus ein Wort, das kleiner Stein oder Kieselstein bedeutet. Und wenn er sagt, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, das griechische Wort ist Petra, was ein großer, gewaltiger Fels oder Felsblock beschreibt. Ein massiver Stein. Schauen Sie, es geht hier darum, dass Christus zu Petrus sagt, du bist Petrus, du bist ein kleiner Kieselstein. Aber auf diesen Felsen, auf mich, sagt Christus, will ich diese Kirche bauen. Schauen Sie, die Kirche Gottes ist nicht auf Menschen erbaut, sie ist auf Jesus Christus erbaut, den Felsen. Und die Bibel identifiziert Christus in vielen Stellen als den Felsen, als Petra. Schauen wir uns zum Beispiel Matthäus 7 an. Und auch hier wiederum zeigt sich, dass wir dem gehorsam sein müssen, was Christus, der Fels, uns sagt. Matthäus Kapitel 7, die Verse 24 bis 25.
Matthäus Kapitel 7 und Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie. Es geht nicht darum, nur das Wort Gottes zu hören. Es geht auch darum, dann es zu tun. Wer sie hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Schauen Sie, auf den Felsen, auf Jesus Christus, das Fundament. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Also Probleme, die kommen, die vielleicht sehr entmutigend sein können, werden aber niemals dazu führen, jemanden dazu zu veranlassen, den Weg Gottes abzulehnen, wenn er auf dem Felsen gegründet ist und weiterhin auf dem Felsen gegründet bleibt. Aber schauen Sie, Vers 26, wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Die gleichen Probleme kommen. Derjenige, der sein Haus auf den Felsen gebaut hat, wird diese Probleme überwinden können. Derjenige, der das Haus auf irgendetwas anderes gebaut hat als auf den Felsen, in diesem Falle auf Sand, der wird nicht in der Lage sein, den Problemen zu begegnen. Es geht also hier darum, dass die Kirche Gottes auf dem Felsen, dem Fundament Jesus Christus, gebaut wurde, nicht auf Petrus, den kleinen Kiesel. Nun war Petrus Teil des Fundamentes, das ist schon richtig. Wie alle Apostel, alle Propheten Teil des Fundamentes sind, aber der Stein, auf dem alles erbaut ist, der Eckstein, um den es geht, das ist Jesus Christus. Schauen wir uns dies einmal näher an in Epheser Kapitel 2. Und jemand, der meint, etwas erbauen zu können, ohne Jesus Christus in dieser Beziehung mit einzuschließen, der hat auf Sand gebaut. Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 21. Epheser Kapitel 2, die Verse 19 bis 21. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, schauen Sie, und Gottes Hausgenossen. Erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, der wesentliche Stein, auf dem alles erbaut ist, auf welchem, Jesus Christus der Eckstein, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst, zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Es geht also um den Eckstein Jesus Christus, auch hier in 1. Korinther, Kapitel 3. Diejenigen, die meinen, dass Gott die Kirche auf Petrus gebaut habe, verkennen, dass die Kirche auf Jesus Christus erbaut ist. Und das hat Konsequenzen, wie wir gleich sehen werden, für die weiteren Aussagen der Schlüssel des Himmelreiches. Aber zunächst hier 1. Korinther Kapitel 3 und in Vers 11. 1. Korinther Kapitel 3 und Vers 11. Schauen Sie, was hier deutlich gesagt wird. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Also kein anderer Grund, kein anderes Fundament, kein anderer Fels, kein anderer Kiesel, was auch immer, kann gelegt werden als der, der bereits gelegt ist. Und das ist eben Jesus Christus, auch hier in 1. Petrus Kapitel 2. Und wie ich sagte, die Stellen der Bibel sind so vielgeschichtig hier und so viele, die ich ja sogar nicht irgendwie alle lesen kann. Aber hier in 1. Petrus Kapitel 2 lesen wir Vers 4. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein. Also zu Christus kommt, sagt Petrus hier, als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Vers 6. Darum steht in der Schrift. Und Petrus zitiert das. Zu dem Christus gesagt hat, du bist Petrus, der Kiesel, aber auf diesen Felsen, auf mich, auf Jesus Christus, werde ich diese Kirche bauen. Petrus hatte das verstanden. Und er sagt hier auch in Vers 6. Darum steht in der Schrift. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben,
wozu sie auch bestimmt sind. Schauen Sie, es geht hier darum, dass man an Jesus Christus, an den Felsen glauben muss. Die Tatsache, dass er unser Erlöser ist. Die Tatsache, dass er uns heute gebietet, wie wir zu leben haben. Und Petrus sagt hier, aber viele tun das nicht. Viele suchen sich Alternativen aus, die meinen, auf andere Weise leben zu können. Und Petrus sagt auch an anderer Stelle, es gibt keinen anderen Namen, der den Menschen gegeben ist, durch den wir selig werden können, als der Name Jesu Christi. Nun, wie ich schon so oft gesagt habe hier, was bedeutet das für Juden? Was bedeutet das für Inder? Was bedeutet das für Moslems? Was bedeutet das für irgendjemanden, der nicht an das glaubt, was Jesus Christus gelehrt hat? Der nicht Jesus Christus als seinen Erlöser anerkennt? Es gibt keinen anderen Namen als den von Jesus Christus, durch den wir selig werden können. Durch den wir das Heil erlangen können. Durch den wir in das Reich Gottes eingehen können. Viele werden ein bitteres Erwachen noch finden, wenn sie dies letztendlich dann doch noch erkennen. Schauen wir uns Lukas Kapitel 20 an. Lukas Kapitel 20 und die Verse 17 und 18. Lukas Kapitel 20 und die Verse 17 und 18. Auch hier wiederum wird von dem Felsen gesprochen, diesem Eckstein, Jesus Christus. Er aber sah sie an und sprach: Was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Und nun zitiert er aus den Psalmen: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. In dem Sinne, er wird zermürbt, sein altes Leben wird aufhören. Er wird erkennen, dass er falsch gelebt hat. Er wird sich ändern. Sein altes Ich wird zerschellen. Ein neuer Mensch wird geboren in dem Sinne. Wer also auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Aber auf wen er aber fällt, dieser Stein, der wird zermalmt werden. Schauen Sie, er bezieht sich auf eine Stelle im Buch Daniel, wo vier Weltreiche beschrieben werden. Und das letzte Reich, das Römische Reich, sollte dann laut Bibel, laut Offenbarung 10-mal erneuert werden. Aber zu Ende dieser letzten Erneuerung würde es dann 10 Könige, 10 Herrscher, 10 Nationen oder Gruppen von Nationen geben. Und es heißt dann, dass der Stein, der Fels, aus dem Himmel kommen wird und auf diese 10 Nationen fallen wird, weil sie eben nicht willens sind, sich Christus zu unterstellen. Er ist der Stein, der auf diese Nationen fallen wird, sie zermalmen wird, hauptsächlich auf die Herrscher dieser Nationen, und er wird dann das Reich Gottes errichten. Nun, wie ich schon so häufig gesagt habe, Menschen, die gestorben sind, ohne dies alles richtig erkennen zu können, die werden ihre Gelegenheit bekommen in der zweiten Auferstehung. Aber zunächst einmal geht es darum, dass wenn wir heute verstehen, worum es hier geht, dass wir dann auch die richtigen Konsequenzen ziehen. Aber was meint Christus jetzt damit, als er Petrus sagte: Nun, du bist der Kiesel, Teil des Fundamentes, aber ich bin der Stein, auf dem die Kirche erbaut ist. Was meint er damit, als er ihm sagte: Und ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Und was immer du zuschließt, das soll geschlossen sein. Und was immer du öffnest, das soll geöffnet sein. Meinte Christus damit, wie uns das heute einige sagen wollen, dass jetzt Petrus befugt war, neue Gesetze zu erlassen, von der Kanzel mit göttlicher Autorität zu sprechen, Gottes Gesetze abzuschaffen, sie durch menschliche Tradition zu ersetzen? Nun, wenn Christus das gemeint haben sollte, würde alles das, was wir bislang gelesen haben, dem widersprechen. Aber darum ging es keineswegs. Zunächst einmal schauen wir uns an, dass es die Pharisäer waren, die das Reich Gottes vor den Menschen zuschließen würden. Die waren bemüht, das Reich Gottes vor den Menschen zuzuschließen. Sie wollten verhindern, dass die Menschen ins Reich Gottes kamen, und sie selbst wollten auch nicht hineingehen. Das sind die Worte Jesu Christi. Schauen wir sie uns an in Matthäus Kapitel 23. Also denken wir an Schlüssel, die etwas aufschließen oder zuschließen. Und nun schauen wir uns Matthäus Kapitel 23 an. Und in Vers 13, Matthäus Kapitel 23 und Vers 13. Wehe euch, sagt er hier, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hineingehen. Und er sagt auch in Kapitel 21 von Matthäus und in Vers 43, Matthäus 21 und Vers 43. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen
Diese Stelle hatte ich eben schon zitiert. Und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Also es geht hier schon um Früchte, es geht hier schon um Aktivität, es geht hier schon um etwas, was man tun muss. Das Reich Gottes wird von den Pharisäern, den Juden, all denen genommen werden, die nicht bereit sind und willens sind, dem zu folgen, was uns Gott sagt. Und es wird denen gegeben werden, die die Früchte bringen, die so leben, wie Gott es verlangt. Wir sehen also, dass von daher mit den Schlüsseln des Himmelreiches die Lehren des Evangeliums gemeint sind, die Lehren der guten Nachricht, die uns eben zeigen, wie wir in das Reich Gottes, in das Himmelreich gelangen können. In Römer Kapitel 1 lesen wir deutlich, dass das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes uns zeigt, wie wir in das Reich Gottes gelangen können. Römer Kapitel 1 und Vers 16. Römer Kapitel 1 und Vers 16, da sagt Paulus: Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Nun, wie viele schämen sich heute des wahren Evangeliums? Die wollen nichts damit zu tun haben. Die haben alle anderen möglichen Ideen, um was es da geht. Aber nicht um das, was die Bibel lehrt. Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, die das Heil denen gibt, die Zugang gewährt zum Reich Gottes. Die selig macht alle, die daran glauben, alle, schauen Sie. Und er fügt noch hinzu, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Also alle Menschen sind hiermit eingeschlossen. Alle Menschen, die an das Reich Gottes glauben, an das Evangelium glauben und die dann natürlich auch danach leben, die werden Zugang haben zum Reich Gottes. Und er sagt auch im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, die Verse 1 und 2. 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 1 und 2. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch fest steht, durch das ihr auch selig werdet. Seligwerdung ist das Heil erlangen, das haben wir ja schon bereits besprochen. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Also die Gefahr war die, dass Leute beginnen würden, ein anderes Evangelium zu predigen. Wie auch Paulus gewarnt hat und gesagt hat, einige kommen, die predigen ein anderes Evangelium, obwohl es kein anderes gibt. Und er sagt hier, wenn ihr festhaltet an das Evangelium in der Gestalt, in der ich euch es verkündigt habe, es sei denn, also wenn man nicht jetzt daran festhält, wenn man die Botschaft verkehrt, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden seid. Also Paulus sagt uns hier, wenn wir das Evangelium, nachdem wir es erkannt haben, ablehnen, sind wir umsonst gläubig geworden. Wie Christus sagt, vergeblich dient ihr mir, wenn ihr nur an die Dinge glaubt, die Menschengebote sind und dadurch die Gesetze Gottes abschafft. Aber was ist damit der Aussage Jesu Christi gemeint in Matthäus Kapitel 16? Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Noch einmal die Frage gestellt, hat Christus hier Petrus und seinen Nachfolgern die Freiheit gegeben, die Befugnis gegeben, irgendeines der ewig gültigen Gesetze Gottes abzuschaffen und sie durch menschliche Gesetze zu ersetzen? Wie ich sagte, das wäre merkwürdig, wenn er den Pharisäern bereits gesagt hat, dass weil sie eben Gottes Gebote nicht halten, sie die Kleinsten sein würden im Himmelreich, die würden gar nicht da sein. Paulus hatte nicht die Freiheit erlangt und Petrus hatte nicht die Freiheit erlangt und keiner der Apostel hatte jemals die Freiheit erlangt, zusätzliche Gebote zu erlassen, die dem Sinn und dem Zweck des Geistes der Gebote Gottes zuwiderlaufen. Die Bibel warnt davor, nicht etwas dem hinzuzufügen, was Gott uns in seinem Wort sagt, und nicht auf der anderen Seite etwas von dem wegzunehmen, was Gott uns in seinem Wort sagt. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 22 an und lesen wir noch einmal eine der vielen Warnungen, die hier niedergeschrieben stehen. Offenbarung Kapitel 22, die Verse 18 und 19. Offenbarung 22, die Verse 18 und 19.
Christus sagte, ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Und wenn jemand etwas wegnimmt vor den Worten und von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Das sind sehr gravierende Warnungen. Es gibt eine andere Stelle in der Bibel, wo es heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht. Viele haben die Ideen, die müssen irgendwelche Spekulationen anstellen oder die müssen irgendwelche Gesetze Gottes abschaffen, sie müssen sie durch andere ersetzen. Die Bibel warnt uns davor, dies nicht zu tun. Hören wir uns Petri eigene Worte an in Apostelgeschichte 15. Apostelgeschichte 15, die Verse 7 bis 10. Apostelgeschichte 15 und die Verse 7 bis 10. Als man sich aber lange gestritten hatte, das war zum Zeitpunkt der Predigerkonferenz in Jerusalem, da ging es darum, dass entschieden werden musste, ob Heiden sich beschneiden lassen müssten, um in die Kirche aufgenommen werden zu können. Und die Antwort war natürlich nicht. Aber es ging da natürlich um eine große Diskussion. Als man sich aber lange gestritten hatte, da stand Petrus auf. Und er sprach zu ihnen, ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und dann sagte hier in Vers 8, und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Schauen Sie Vers 10. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Also Petrus sagt hier, seid sehr aufmerksam und lasst euch warnen, tut nicht etwas hinzu zu dem, was Gott gesagt hat. Denn wenn er dies tut, dann versucht ihr damit Gott. Paulus macht auch deutlich, dass er nicht die Autorität hatte, im Namen Gottes Gesetze zu erlassen. Schauen wir uns dies in 1. Korinther Kapitel 7 an. 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 25 und 26. 1. Korinther 7, die Verse 25 und 26. Da sagt er, und die Jungfrauen habe ich, über die Jungfrauen habe ich kein Gebot des Herrn. Also er konnte sich nicht irgendwie auf eine Stelle jetzt berufen, die genau das sagen würde, was er jetzt sagen wollte. Ich sage aber meine Meinung als einer, der durch die Barmherzigkeit des Herrn Vertrauen verdient. So meine ich nun, es sei gut um der kommenden Not willen, es sei gut für den Menschen, ledig zu sein. Es ging hier um eine schwere Zeit, die den Menschen damals bevorstand. Und Paulus warnte sie davor und sagte, es wäre vielleicht jetzt zunächst einmal besser, sich nicht verheiraten zu lassen, weil es eben eine sehr schwierige Zeit sein würde für alle. Aber auf der anderen Seite machte er auch deutlich, dass dies seine Meinung war, der man schon Gewicht beimessen sollte, weil er eben ein von Gott inspirierter Prediger war. Aber es war kein Gebot. Und er sagt dann auch nachher, dass wenn aber jemand heiraten will, der sündigt nicht. Natürlich nicht, weil eben Paulus nicht die Autorität hat von Gott, Gebote zu erlassen, die nicht ausdrücklich dem Sinn des Gesetzes Gottes entsprachen. Wenn es also darum geht, dass Christus dem Petrus sagt, du hast die Schlüssel des Himmelreichs, mit anderen Worten, du hast also die Autorität in dem Sinne, etwas zu verkünden, was notwendig ist, um ins Reich Gottes eingehen zu können. Und wenn er dann sagt, und was du auf Erden binden wirst, soll im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, soll im Himmel gelöst sein, hat das zunächst einmal nichts mit Gesetzesgebung zu tun. Aber hinzu kommt noch die Tatsache, dass diese Stelle von Luther nicht richtig übersetzt wurde. Im Griechischen heißt es nämlich wörtlich, und ich zitiere, alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden worden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst worden sein. Haben Sie das verstanden? Alles, was du auf Erden binden wirst, wird im Himmel gebunden worden sein. Also die Bindung im Himmel kommt zuerst.
Die Lösung im Himmel kommt zuerst. Und dann wird Petrus inspiriert zu erkennen, was im Himmel gebunden und was im Himmel gelöst worden ist. Und er wird dann diese Bindung und diese Lösung weitergeben. Es geht nicht darum, dass Petrus hier die Macht gehabt hätte, etwas zu binden, und er wird dann dadurch irgendwie Gott dazu zwingen, diese Bindung zu akzeptieren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Binden und Lösen geschieht zunächst einmal im Himmel. Und dann wird dies dem Apostel und seinen Nachfolgern deutlich gemacht, offenbart, sodass das dann weitergegeben werden kann. Lassen Sie mich von Erdmanns Handbuch zur Bibel zitieren, von der Seite 487. Da steht: Gott ist nicht im Hinblick auf alles gebunden, was Petrus sagen mag, doch alles, was die Jünger im Einklang mit Christi Willen tun würden, sollte fortdauernde Gültigkeit haben. Nun, das hört sich ganz anders an als das, was Sie vielleicht gehört haben von jemandem, der sagt, ich habe die Autorität hier, Gottes Gesetze zu ändern und nicht meine eigenen Gesetze zu ersetzen. Das steht im krassesten Widerspruch zu dem, was die Bibel lehrt. Nochmals gefragt, was meinte Christus in Matthäus 16 damit, als er vom Binden und Lösen sprach? Der Zusammenhang ist, wie wir sahen, das Eingehen in das Reich Gottes. Was hindert uns, in das Reich Gottes einzugehen? Nun, wir hatten dies bereits erwähnt, deutlich gemacht. Unvergebene, nicht bereute Sünde. Das kontinuierliche Übertreten des Gesetzes. Wenn man das tut und nicht bereut, dann wird man nicht in das Reich Gottes eingehen, bis man die Sünde bereut. Schauen wir uns in Johannes Kapitel 20 an, wie dies im Einklang steht mit dem, was vom Binden und Lösen gemeint ist. Johannes Kapitel 20, die Verse 22 und 23. Hier sagt Christus nach seiner Auferstehung den Jüngern, dass sie den Heiligen Geist erlangen werden, und zwar im Zeitpunkt des Pfingstfestes. Und er sagt ihnen hier bereits in Vers 22 wiederum als ein Versprechen, dass dies geschehen würde. Als er das gesagt hatte, da blies er sie an und sprach zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Aber nicht in dem Zeitpunkt, das würde erst dann im Zeitpunkt geschehen, als der Heilige Geist im Zeitpunkt des Pfingstfestes den Jüngern gegeben wurde. Aber das war jetzt wiederum eine Verkündigung eines Versprechens, das eben dann gehalten würde. Aber schauen Sie, was dies bedeuten würde. Wenn die Jünger den Heiligen Geist erhalten würden, was würde dieser Heilige Geist für sie tun? Unter anderem, Vers 23, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Zunächst einmal beachten wir die Formulierung. Er sagt nicht zu Petrus, welchen du die Sünden erlässt. Er spricht alle Jünger an und sagt, welchen ihr die Sünden erlasset. Also nicht nur Petrus ist angesprochen, sondern alle Prediger, alle Geistlichen, alle diejenigen, die von Christus berufen sind, sein Wort zu verkünden. Aber schauen Sie, es geht auch nicht hier darum, dass jemand, der gesündigt hat, jetzt zu einem Pfarrer geht oder einem Priester und dem seine Sünden bekennt und dann der Priester sie erlässt und sagt, ihr müsst jetzt irgendwie jetzt Buße tun und dann, was weiß ich, gewisse Vaterunser oder Ave Maria beten. Die Bibel sagt uns deutlich, wir sollen Sünden zu Gott bekennen. Und es ist Gott, der uns die Sünden vergibt. Aber manchmal ist es notwendig, dass die Predigerschaft eine Entscheidung trifft. Wenn zum Beispiel jemand in Sünde lebt und diese Sünde andere beeinflusst und es zu einem Eklat in der Kirche kommt und andere möglicherweise dem falschen Beispiel folgen, dann ist es hin und wieder notwendig, dass die Kirche eingreift, dass die Predigerschaft eingreift, verhindert, dass dies zu weiteren Auswüchsen kommt. Wie wir dies im ersten Korintherbrief gelesen haben, wo Paulus den Korinthern gesagt hat, hier ist ein Mann, der scheinbar mit seiner eigenen Mutter oder vielleicht seiner Schwiegermutter sexuellen Umgang hat. Und das ist nicht akzeptabel. Und ihr müsst hier eingreifen und dass dies also nicht weiter geschieht. In Matthäus Kapitel 18. In Matthäus Kapitel 18 lesen wir auch wiederum die gleiche Stelle, aber auch hier beachten wir den Unterschied in der Wortwahl. Matthäus Kapitel 18 und Vers 18. Auch hier sagt Christus, wahrlich, ich sage euch, aber jetzt spricht er nicht nur Petrus an. Was ihr, also er geht nicht nur auf Petrus ein, sondern was ihr, er spricht jetzt alle Jünger an, alle seine Apostel, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Auch hier wiederum
die richtige Übersetzung, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden worden sein. Die Bindung kommt zunächst im Himmel und wird dann den Jüngern weitergegeben in dem Sinne. Hin und wieder ist der Kirche die Autorität gegeben worden, wenn die Prediger erkennen, dass jemand nicht bereut und von daher keine Sündenvergebung erlangt hat und weiterhin in Sünde lebt und weiterhin durch seine Sünde andere negativ beeinflusst, dass dann die Prediger die Autorität haben, einzugreifen und insoweit natürlich die Schlüssel zum Himmelreich haben, weil nämlich jemand, der eben die Sünden nicht bereut und möglicherweise gar die unvergebbare Sünde begeht, eine Sünde gegen den Heiligen Geist, die nicht bereut werden, die nicht vergeben werden kann, weil derjenige, der sie begeht, nicht bereuen will, dann kann natürlich insoweit die Schlüssel des Himmelreiches dazu führen, dass das Reich einem solchen Menschen gegenüber verschlossen bleibt. Es bedeutet dies also nicht, dass Petrus und die anderen Apostel die Autorität erhalten hätten, selbst Sünden zu vergeben. Sündenvergebung kommt alleine von Gott. Es geht lediglich darum, zu erkennen, ob Gott eine Sünde vergeben hat oder nicht. Und zwar aufgrund der Haltung des jeweiligen Menschen. Und es geht mit Sicherheit nicht darum, Gesetze zu erlassen, die den Gesetzen Gottes zuwiderlaufen, oder Gesetze Gottes abzuschaffen, um sie durch eigene Traditionen zu ersetzen. Schauen Sie, denken Sie darüber nach, was das bedeutet. Lehren Sie heute und leben Sie heute menschlichen Traditionen gemäß, die dem Gesetz Gottes klar zuwiderlaufen? Dann haben Sie eine gewisse Handlung vor sich. Wenn man natürlich aus der Kirche ausgeschlossen wird, aufgrund von einer Sünde, die nicht bereut wird, die praktiziert wird, die negativen Einfluss hat auf andere, dann kann das dazu führen, solange wie man eben nicht bereut, dass man letztendlich nicht ins Reich Gottes kommt. Zum Abschluss schauen wir uns diese Warnung in Johannes Kapitel 15 noch einmal an. Johannes Kapitel 15. Und auch dies sind nicht meine Worte. Das sind die Worte Jesu Christi, die wir aber ernst nehmen sollten. Er sagt hier, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schauen Sie, es ging ja um das Volk, das die Früchte des Reiches Gottes bringt. Er sagt, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, die wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, die wird er reinigen, dass sie noch mehr Frucht bringe. Denken wir daran, wenn wir Probleme haben in unserem Leben, ist das Teil der Reinigung Gottes, damit wir gewisse Schwächen, gewisse Fehler, gewisse Sünden überwinden können, um eben mehr Frucht bringen zu können. Er sagt hier, ihr seid schon rein, nun um des Wortes Gottes willen, dass ich zu euch geredet habe. Vers 4, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wie sie keinerlei Frucht bringen können, auf sich selbst gestellt, so sagt er hier, wenn sie nicht am Weinstock, an Jesus Christus, dem Fundament, dem Stein, auf dem die Kirche erbaut ist, wenn sie nicht an diesem Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne ihn könnt ihr nichts tun. Schauen Sie, Christus ist der Weinstock. Aber Christus ist auch das Haupt seines Leibes. Das Haupt der Kirche Gottes. Die Kirche Gottes wird ja als der Leib, der geistliche Leib Jesus Christus beschrieben. Und wenn wir nicht an dem Weinstock bleiben, an Jesus Christus, weil wir nicht in der Kirche bleiben, dem geistlichen Leib Jesu Christi, dann sind wir wie die Rebe, die verdorrt. Und von daher ist es wichtig zu verstehen, dass wir dem folgen müssen, was Christus uns sagt, auch durch seine Geistlichen, die von Gottes Geist gezeugt uns die Wahrheit verkünden. Und wenn wir dies tun und wenn wir zunehmen an der Wahrheit und an der Gerechtigkeit Gottes, dann können wir auch dann dem Zeitpunkt entgegensehen, wenn Jesus Christus zurückkommt, um das Reich Gottes zu errichten. Es ist an sich ja merkwürdig, dass Menschen heute meinen, das Reich Gottes sei bereits errichtet oder das Reich Gottes sei bereits in uns und gleichzeitig beten, vielleicht täglich, dein Reich komme.
Ja, wenn es erst kommen soll, kann es noch nicht da sein. Natürlich nicht. Das Reich Gottes ist noch nicht auf Erden errichtet, aber es wird auf Erden errichtet werden, wenn Christus zurückkommt. Und schauen wir uns an, was dann geschehen wird. Apostelgeschichte Kapitel 3. Apostelgeschichte Kapitel 3 und die Verse 19 bis 21. Apostelgeschichte 3 und die Verse 19 bis 21. Wiederum sagt uns Petrus hier, so tut nun Buße oder bereut, ändert euren Sinn, ändert eure Lebensweise, wenn sie eben nicht mit Gottes Gesetz im Einklang steht. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme von dem Angesicht des Herrn und er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. Ihn muss der Himmel aufnehmen bis zu der Zeit, in der alles wiedergebracht wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn. Also Christus ist im Himmel zur Zeit als unser Hohepriester, der für uns eintritt, aber er wird nicht für alle Zeit im Himmel bleiben. Er wird zurückkommen und dann wird alles wiederhergebracht, wiederhergestellt werden, von dem bereits im Alten Testament geschrieben worden ist. Und nun lesen wir zum Abschluss 2. Petrus, auch hier wiederum eine Aussage des Petrus. Der Kiesel, der Teil war des Fundamentes natürlich, aber der Verstand, dass das Fundament, das richtige Fundament, der Eckstein, Jesus Christus ist, auf dem die Kirche erbaut ist. Und so schreibt er hier in 2. Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus, Kapitel 3. Und angefangen in Vers 3. 2. Petrus, Kapitel 3 und angefangen in Vers 3. Und ich möchte, dass Sie dies als eine persönliche Warnung auffassen. Dass Sie sich diese Stellen sehr deutlich hinter die Ohren schreiben, wie man das so schön sagt. Und darüber nachdenken, was hier von Petrus, dem Apostel Petrus, geschrieben steht. 2. Petrus, Kapitel 3, angefangen in Vers 3. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Also sie verstehen, dass die Bibel von einer Verheißung spricht, dass Christus zurückkommen wird, aber die machen sich darüber lustig. Die sagen, ja, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen. Sie könnten es, aber in vielen Fällen wollen sie nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war. Dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sündflut vernichtet. Die meisten heute glauben auch nicht an die Sündflut. Die glauben nicht daran, dass es überhaupt jemals eine Sündflut gegeben hat, obwohl Christus sie bestätigt hat, obwohl Petrus sie hier bestätigt hat, als eine reale Tatsache. Und er sagt, wie die nicht daran glaubten, damals zu dem Zeitpunkt der Sintflut, dass sie vernichtet werden könnten, so glauben auch die Spötter in den letzten Tagen nicht daran, dass Gott eingreifen würde, dass er sein Versprechen wahr machen würde, Jesus Christus zurückzusenden, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten. Lesen wir weiter in Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch. Petrus spricht Christen an, wahre Christen in der Kirche Gottes. Und er sagt zu denen, Gott hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße oder zur Reue finde. Er spricht eine Situation an in der Kirche in den letzten Tagen, wo viele unwillens sind zu bereuen. In der Kirche. Wenn Sie sich in Offenbarung Kapitel 3 anschauen, was Christus in der Kirche in Laodicea sagt, da steht er draußen vor der Tür und die lassen ihn noch nicht einmal hinein. Eine Warnung, die Petrus hier an die endzeitliche Kirche ausspricht. Und dann sagt er noch letztendlich in Vers 14, darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, worauf wartet? Auf die Wiederkunft Jesu Christi. Seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Eine Ermahnung an uns alle, uns zu bemühen, den Worten Jesu Christi zu folgen, auf seine Wiederkehr zu warten und zu wissen, dass wenn wir wachen und beten, wie es in der Bibel heißt, wir würdig befunden werden können, vor dem Menschensohn zu stehen, wenn er zurückkommt, das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.